Hallo Leute, hier ist der Gusua wieder und wir haben eine Gembox. Die wird natürlich jetzt abgebaut. Ich habe extra gewartet, weil ich sie einfach im Video abbauen wollte. Dann kommt der geile Bauarbeiter raus. Wenn ich immer mal ein bisschen komischerweise lache, das ist der Diziax. Ich weiß noch nicht, ob ich seine Stimme mit drin lasse oder nicht. Kein Plan. Mal gucken. Queen ist gleich wieder ready. Also die ist nämlich, genau, heute ist nämlich der King wieder fertig geworden. Und ein Angriff dann auf einmal wieder mit beiden Helden machen zu können, ist natürlich mega nice. Aber ihr wisst ja selber, mein Plan war es ja effektiv, immer die Helden jeweils schlafen zu haben. Und ich hoffe, das passt. Dass ich immer einen Helden zumindest schlafen habe. Aber wie gesagt, später wird es definitiv nicht mehr gehen. Und mit dem Gold bin ich so ein bisschen am Hin und Her luschern, sagt man hier oben im Norden. Und würde ich natürlich gerne gucken, dass ich eventuell mit dem Gold noch eine Mauer zähne. Das wäre ziemlich nice. Mal gucken. Ansonsten nebenbei mal ganz cool gesagt, CW gewonnen. Da gucken wir auch gleich nochmal rein. Wir haben gerade nochmal ein CW gestartet. Wie gesagt, viele fragen auch immer, ja, warum machst du nicht mit? Erstens, ich bin im CW richtig bad. Aber nicht nur deswegen, weil, wie gesagt, Helden gehen halt wirklich momentan vor. Echt. Helden müssen erstmal, ja, fast gemaxt werden. Also ich sag mal, vor 20 werde ich auf keinen Fall jetzt mit einem CW weitermachen, weil wir auf 20 müssen es auf jeden Fall erstmal. Ah, auch nice. Aber den, ich will ja ein bisschen höher gehen, weil ich halt ein bisschen auf D-Alex aus bin. Aber das wäre natürlich schon ziemlich nice. Nee, aber die Infernos, die werden mich ganz schön splashen. Da habe ich noch ein bisschen Angst vor. Ja, ich hatte nur mal so nebenbei, ich hatte Samsung angequatscht. Von wegen Sponsoring für eine Festplatte. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal in einem anderen Video erwähnt habe. Und hatte sie angefragt und die hatten wirklich ganz, ganz lieb und nett gesagt, nee, deine Reichweite ist halt eben noch nicht ausreichend. Aber ich brauche unbedingt, weil ich es ja öfter schon mal angesprochen habe, hier, sobald ich über 20 Minuten gehe, kann es sein, dass ich halt eben ein laggiges Bild habe, das es einfach nicht mehr weiter aufnimmt. Und das liegt halt eben wirklich an der begrenzten Speicherkapazität von meiner SSD-Festplatte. Und wenn man halt wirklich sagt, gut, okay, ich nehme halt dann mit der anderen Platte auf, weil da halt genug Platz ist. Das Rendern dauert ewig im Gegensatz zur SSD und von daher kommt definitiv wieder eine zusätzliche SSD rein. So. Aber die will halt eben auch gekauft werden. Das ist eben auch so eine Sache. Ich meine, klar, man macht natürlich mit YouTube auch Money, logisch. Aber es ist halt nicht einfach nur so, ach naja, man kriegt das alles halt geschenkt, sage ich mal, so ist es auch nicht. Oh, der ist doch nice. Der ist nice und der hat Town Hall draußen. Oh, super geil. Vielen Dank, ich habe nichts gesagt. So, das reicht. Und dann würde ich mal sagen, wo gehen wir rein? Hier gehen wir rein. Droppen wir mal einen Riese. Gehen wir hier einfach mal ganz chillig dazwischen, hier mal kurz aufgeräumt damit. Dann passt das schon. So, mal gucken, was hier noch geht. Ein paar Riesen noch reingeschickt. Dann gleich nochmal die nächste Fläche sozusagen angerissen. Ja, geil, den Mauerbrecher auch noch da durchgekommen. Das ist natürlich richtig geil. Dann kann ich natürlich jetzt einen King reinballern. Und Queen geht gleich hinterher. Ich habe noch alle Kobis. Was auch nicht so verkehrt ist. Ach, ich gehe mal von hier wirklich komplett rein. Ich denke, das ist gar nicht so verkehrt. Mal gucken, was wir in der CB haben. Habe ich noch gar keinen Plan. Komme ich bis hinten durch? Weiß man nicht. Weiß man nicht. Mal gucken, was wir hier so. Ich muss wirklich. Gucken wir mal hier. Gehen wir mal hier ran. Klar, ich meine. Ja, King, du bleibst bitte hier. Dich möchte ich dann schon noch geraged haben. Ja, genau, die Kobis clearen das hier auch ganz nett. Ja, wo rennt die Queen? Die Queen rennt in der Mitte rum, okay. Dann King geht down. Dann haben wir aber noch, wenn die gerade beschäftigt sind, können wir hier noch schnell die Mauerbrecher zünden. Ah, Mist. Das war. Nee, das will ich jetzt. Nee, das ist Koboldverschwendung.
Geht gar nicht. Aber hier. Bitte, bitte, bitte. Queen geraged. Und dann, wie gesagt, dass ich noch ein bisschen was hier mache. Das wäre ganz nett. Ja, okay. Der wird es nicht komplett werden, weil da der Magierturm zu sehr splasht. Doch noch komplett. Ah, die Kobis sind halt cool. Ja, nett. Nett kann man. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Einwandfrei. Tust da sogar noch. Ich meine, viel Pokis gab es nicht, aber fast 400k Gold. Nett, auf jeden Fall. Da lohnt sich das Warten auf jeden Fall. Ist ja immer so eine Sache. So, und da bin ich wieder. Ich guck mal gerade rein. Chris hatte noch einen geilen Angriff. Hauen wir den noch mal kurz gegen die Wand. Ja, auf jeden Fall geil. Auf jeden Fall. Mit Barge. Aber ist halt mega. Also, sobald da eine 3 vorne steht, muss man echt sagen, ist das einfach mega geil. Auf jeden Fall. Also locker ein Two-Star, locker, klar, weil Town Hall geht definitiv down und die 50% auch auf jeden Fall. Das ist ganz easy. Vielleicht sogar ohne Helden. Ich denke mal, er wird da ohne Helden machen. Denke ich. Oh, vom Gold ist noch richtig viel. Krass, ich hätte gedacht, es geht schon. Ja, aber klar, hier, guck mal, die Lager sind gar nicht komplett leer. Also da ist schon noch einiges drin auf jeden Fall. Also da wäre es doch noch. Ich meine, er zündet die Helden nicht mehr. Definitiv, da reicht es von der Zeit her nicht. Also, sonst würde die Zeit halt länger laufen. Aber ich hätte es gemacht, weil es ist nicht alles. Okay, da noch das Ding. Hätte ich noch mitgenommen, ganz ehrlich. Hier auf jeden Fall. Das Ding hätte ich mir nicht entgehen lassen. Aber ansonsten passt das schon, ganz klar. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Nee, 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 sonst vergesse ich das wieder. CW. Nur noch mal kurz. Also wir haben den. Also wir haben jetzt schon den neuen wieder gestartet, aber der letzte. Zack, nein, zurück. Zack. Clan. Kriegslock. Der wurde richtig schön gewonnen. Ich spende zu viel. 27 zu 15. Gucken wir mal rein. Also hier ging. Ja. Klar, bei 27 muss man sich nur durchrechnen, 3, kein 3-Star, der Rest komplett. Gucken wir mal bei Shiva rein. Da hat Diamant 52% gezogen. Da bin ich mal gespannt, was da geht. CB ist sogar schon gelockt. Mal gucken, Drache. Ja, die Queen sollte sich um den Drache kümmern. Der ist jetzt auch nicht maxed. Das passt. Und jetzt ein Sprung rein. Gefreezed. Ah, schade. Den Freeze würde ich jetzt fast sagen, hat er sich ein bisschen verklickt. Er hätte noch ein bisschen weiter rein. Dann wären eventuell, wie gesagt, ich kenne mich. Ja, genau. Dann wären nämlich beide. Heals, beide Heals, genau, beide Inferno gefreezed gewesen. Und das wäre nochmal das Quäntchen gewesen, das kleine bisschen, was es nochmal verbessert hätte am Anfang. Dann wäre der andere Inferno auch gefreezed gewesen. Das hätte garantiert nochmal einen Unterschied gemacht. Aber facto ist es einfach so, wir haben Two-Star, was wollen wir mehr? Fertig aus. So, Queen geht down. Und jetzt gucken wir mal, da ist noch das Armeelager, da wird noch die dunkle Kaserne geflasht. Einwandfrei. Das ist eine Nummer, die sich hier, wie Lichtle sagen würde, ausgeht. Gut gemacht, dass er sich halt wirklich die letzten Bogies noch aufgehoben hat, dass man wirklich sagen kann, gut, okay, komm, jetzt fahre ich das Ding hier safe nach Hause. Jetzt konnte man schon abbrechen, mehr oder weniger, war ein Two-Star einwandfrei. Geiles Ding. Das soll es für dieses Video auch wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns eventuell morgen wieder. Ich wünsche euch was und ihr haut rein.